Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle, eröffne die vierte Plenarsitzung des Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis ca. 16.20 Uhr. Halten Sie sich ein bisschen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 17, dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90 Grünen und FDP. Betreffend die Demokratie bleibt wehrhaft. Hessen zeigt Flagge, Drucksache 2148. Zu diesem Tagesordnungspunkt wird der Tagesordnungspunkt 26 aufgerufen, dringlicher Antrag der Fraktion der AfD. Es ist heute vorgesehen eine einstündige Mittagspause nach dem Punkt 18, dem Setzpunkt der Fraktion der SPD. Dann fehlen heute entschuldigt ganztägig der Abgeordnete Sascha Herr sowie die Frau Staatsministerin Prof. Christina Senemus bis ca. 10.30 Uhr. Haben wir noch weitere Entschuldigungen? Nimm an, ja, Ingo Petron. Ja, Jan-Wilhelm Pohlmann. Ach, Jan-Wilhelm Pohlmann ist auch entschuldigt. Weitere Entschuldigungen noch? Nicht der Fall. Dann haben wir heute auch einen Geburtstag. Der ist aber noch nicht da. Das machen wir später. So, dann möchte ich noch hinweisen auf das parlamentarische Neujahrstreffen der Arbeitgeberverbände des Hessischen Handwerks. Das ist ab 19 Uhr heute im Kurhaus Wiesbaden. Soweit die amtlichen Mitteilungen.